Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Mürztal aktuell. Tag der Sonne überall. Aber es schien eher so, als wolle sie sich verstecken. Aber auch ohne strahlenden Sonnenschein gibt es einiges Freudiges zu berichten. Und so gleich zu unserer ersten Meldung. Es ist eine wahre Freude für die Teilnehmer am EC Bull Handball Schüler Cup, aber auch für jene, die für Motivation sorgen und die als Daumenhalter am Rande des Spielfelds stehen. Vor allem die Eltern wissen, dass ihre Kinder bei solchen Veranstaltungen gut aufgehoben sind. Ja, da haben die Eltern bei uns eine gute Plattform, ihre Kinder zu uns zu geben, weil wir wirklich darauf achten, diese Werte zu vermitteln. Und natürlich wird es den Eltern jetzt ein bisschen erleichtert, weil es ist sehr oft das Problem, es gibt viele Auswahlmöglichkeiten an Vereinen und Institutionen, die Sport anbieten. Wir gehen aber aktiv in die Schulen, bieten das dort an. Jedes Kind kommt mindestens viermal mit Handball oder mit Basketball in Kontakt und kann dann gleich ein Schnuppertraining absolvieren. Und somit haben dann die Kinder schon eine Entscheidungshilfe und dann können sie diese Entscheidungshilfe auch den Eltern weitergeben. Und somit versuchen wir auch den Eltern da ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, welche Sportart die richtige sein könnte. Für ihr Kind. Aus der Sporthalle in Bruck sind auch schon einige Spitzenhandballer hervorgegangen. Man merkt es sehr deutlich, dass Handball in Bruck eine sehr große Tradition hat, eine langjährige Tradition. Wir waren wirklich die Besten in Österreich. Wir sind auf dem besten Weg, wieder dorthin zu kommen. Und diese Tradition lebt natürlich in den Eltern, die aktiv daran beteiligt waren, in den Kindern, die jetzt beim Schulcup involviert sind, weiter. Und man merkt die Freude und die Emotion, die beim Spiel wieder aufflammt. Und wir sind auf einem sehr guten Weg, mit diesem Ballsport, mit Handball, die Kinder wieder zum Sport zu bringen und auch zum Handballsport. Und gerade im Sport lernen junge Leute auch mit Sieg und Niederlage umzugehen. Wir schreiben zwar das ganze Turnier unter den Titel aus, dabei sein ist alles und nicht der Leistungsgedanke steht im Vordergrund, aber mit dem Pfiff des Schiedsrichters und mit dem Freigeben des Balls ist die Begeisterung und der Ehrgeiz so groß, dass jeder nur mehr an den Pokal, den es dann am Schluss zu gewinnen gibt, denkt. Und dann merkt man wirklich, dass jeder einen großen Kampfgeist entwickelt. Wer kennt ihn nicht, den Harry Brünster? Einst Turnlehrer in Schwaz in Tirol, dann Witzeerzähler in einer TV-Sendung und schließlich entdeckt als Moderator für die Sendungen Treffpunkt Österreich und Harrys Lieblingshütten. Jetzt tauscht er die idyllischen Berghütten mit zumeist gut besuchten Sälen, denn alle wollen wissen, wie es um sein neues Talent steht. Ich möchte eigentlich was unternehmen gegen diese komische Musik, die manchmal auf der Alm gespielt wird. Also das heißt, ich glaube, Alm ist Meditation, Alm ist Erholung und Alm ist vor allem Blues. Der Sommer ist ja relativ langsam, gemütlich und erholsam. Und unser Mann. Die Idee habe ich im Kopf, weil ich ja sehr vielen auf den Almen bin. Ich bin ja eigentlich jeden Tag oben. Und dann denke ich mir oft, es ist schade, wenn man da oben nicht die Musik spielt, die eigentlich zur Stimmung passt. Also es passt. Im Winter schaut das ganz anders aus. Da braucht man natürlich ein bisschen Rock'n'Roll, da braucht man eine gewisse Geschwindigkeit, weil der Winter eben schnelllebig ist. Aber der Sommer ist zum Durchatmen, zum Erholen. Und da passt Blues, finde ich, sehr gut dazu. Das macht dann ein bisschen nachdenklich und der Mensch muss sich ja irgendwann auch wieder mal erholen und ein bisschen so alles auf sich wirken lassen. Um einen, der über so viele Talente verfügt, braucht einem wohl nicht bange zu sein. Im Drehbuch steht heute Tag der Sonne, aber die Natur spielt eben nicht immer so mit, wie wir wollen, aber die Stadtwerke Bruck, die haben ihren eigenen Tag der Sonne. Sie präsentierten heute Alternativen zu fossilen Brennstoffen und vor allem Neues und Interessantes für unsere Radfahrer. Sonne strahlten vor allem die Kinder des Kindergartens Westend aus. Sie symbolisieren eine unserer wichtigsten Energiequellen. Sowohl Experten als auch die Stadtpolitik freuen sich über die Vorreiterrolle der Brucker Stadtwerke. Wir sind hier sehr bemüht, in Richtung
Alternativenergien aktiv zu sein. Insbesondere unsere Stadtwerke sind hier wirklich Vorreiter und bieten hier neben bester Beratung natürlich alles, was auf diesem Sektor angeboten wird, für die Kunden an. Und es gibt immer mehr Interessierte, die bereit sind, auch diese Alternativenergien zu nutzen. Sonne ist ja für uns alle ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Wir wissen, dass unsere eigene Stimmung bei Sonnenschein natürlich eine wesentlich andere ist. Oder wir tanken selbst durch die Sonne Energie mit einem Sonnenbad. Und natürlich ist es auch möglich, und wir sollten das auch verstärkt tun, diese Kraft der Sonne auch für alternative Energienutzung, für die Stromerzeugung zu nutzen und das auch im Haushalt und so weiter verstärkt einsetzen. Immer mehr begeistern sich die Menschen für das Radfahren. Bruck könnte der zentrale Radverkehrsknotenpunkt werden. Naja, Sie sprechen das natürlich an, was wir vorhaben. Bruck an der Mur ist ja das Radzentrum der Region. Ich denke, es kommt der Mürztal-Radweg aus dem Mürztal eben hier nach Bruck an der Mur. Es führt der Murradweg durch. Es führt in die Seitentäler, auf den Seeberg, der Lammingtal-Radweg, ins Dragössertal, ins Hochschwabgebiet. Also wir haben ja sehr ein großes Radangebot, regional und überregional. Und wir haben natürlich vor, mit solchen Infrastrukturmaßnahmen auch das Radfahren noch populärer zu machen. Eine Einrichtung, die den Radfahrtouristen besondere Freude macht, ist neben den diversen Labestationen nun auch eine Ladestation vorzufinden. Auch das entsprechende Werkzeug für kleinere Reparaturen findet man hier vor. Ja, die Stadtwerke haben für das Projekt E-Mobilität natürlich auch Räder zugekauft und diese können sich die Bürgerinnen und Bürger von Bruck um ein kleines Elken ausborgen. Und an dieser Stelle, wo der Radweg vorbeiführt, haben wir natürlich jetzt auch eine Stromtankstelle hergerichtet. Und hier kann man mit Werkzeugen, mit Luftpumpen und mit allem drumherum das Rad reparieren und natürlich auch an unserer schönen Stelle sich selbst laben. Am Tag der Sonne ist natürlich vor allem auch die Solarenergie gefragt. Ja, Stadtwerke Bruck als regionaler Dienstleister ist natürlich bei der Sonnenenergie mit dabei. Einerseits eben die Aufbereitung für Warmwasser, natürlich die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen Strom, also die Photovoltaik. Und wie stark ist die Frequenz derzeit? Wie groß ist das Interesse? Derzeit große Nachfrage. Vorige Woche war ja Startschuss für die Förderungsaktion wieder am 25. um 18 Uhr. Natürlich haben wir derzeit jede Menge Angebote am Schreibtisch und die wir abarbeiten werden. Und rechnet sich das für den Bürger? Denn die Investitionskosten sind ja nicht gering. Natürlich, die Investitionskosten, man muss sich das ganz genau anschauen, was bekommt man gefördert, was bekommt man für Einspeisetarife und so weiter. Aus heutiger Sicht kein Problem. Es lässt sich genauer ausrechnen. Man kann in Form eines Angebots die Kosten am Tisch legen, was kann ich erwirtschaften damit, und wenn man das dagegen rechnet, geht sich das allemal aus. Sonne von oben und Sonne im Herzen schaffen Lebensfreude. Schritt für Schritt. Michael Kemeter, Extremkletterer und Slackliner, mit seinem atemberaubenden Vortrag am 9. Mai um 19 Uhr im Volkshaus Kindberg. Am proklamierten Tag der Sonne regnete es heute über weite Strecken, erfreulich für die Landwirtschaft. Die Frühtemperaturen lagen heute bei 11 Grad. Die Höchstwerte stiegen dann auf 16 Grad. Am Wochenende wird es weiterhin unbeständig bleiben, aber doch wieder etwas wärmer. Temperaturen am Morgen 12 Grad, tagsüber auf 17 Grad ansteigen. So, und jetzt bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zusehen und auf ein neues am Montag zur gleichen Zeit.